Hallo Leute, Takeo hier. Weiter geht es mit Red Dead Redemption 2. Das letzte Mal haben wir ja Micah aus dem Gefängnis in Strawberry befreit und dabei auch schon die halbe Stadt niedergeschossen. Also, das ist ziemlich ausgeartet, das Ganze. Dann am Ende sind wir wieder hier zurück ins Lager gekommen. Und im Prinzip, was jetzt noch offen ist, ist hier unten etwas. Ja, außerhalb von Blackwater eine Mission mit Javier Escuela, wobei ich echt nicht weiß, wie wir da hinkommen wollen, weil das ganze Gebiet einfach rot ist und ich nicht weiß, ob sich das einfach beruhigt in nächster Zeit. Deswegen würde ich sagen, werden wir jetzt erstmal hier in Richtung von Valentine uns aufmachen. Da gibt es ja die Postmeisterei. Obwohl die uns jetzt auch gerade auf der Karte irgendwie nicht angezeigt wird, aber das kann auch vielleicht mit der Uhrzeit zusammenhängen. Und schauen wir mal, ob wir da irgendwie einen Brief haben. Ansonsten können wir hier mal auf Kopfgeldjagd gehen, vielleicht da uns ein paar Dollar verdienen. Und wer weiß, vielleicht taucht ja in der Zwischenzeit hier was auf. Ansonsten, ja, schauen wir, ob wir da irgendwie weitermachen dann. Und die gute Mary Beth, die hat ja in der letzten Folge noch was gelesen. Ich weiß nicht, ob sie uns jetzt vielleicht die Mission gibt. Mr. Morgan? Mary Beth? Hey, Arthur. How's it riding? Not very good. I hear the most wonderful words in my head, and then I ride absolutely poppycock. But I love it. Yeah, me too. My journal. I was reading some the other day. I write like a fool. One day I'd love a beautiful fountain pen and a great desk and a quiet room and to write the most beautiful stories. Well, I can't do much about the stories or the quiet room, but maybe I'll find you a pen. Thank you. Wir haben eigentlich den von Jimmy Brooks bekommen, den könnten wir eigentlich abgeben. Darauf scheint Arthur gerade nicht zu kommen. Schauen wir mal, ob Dutch vielleicht irgendwie was zu sagen hat. Transcontinental mercenaries pursuing us? Don't seem quite right. What do you think, Arthur? Seems like we robbed too many powerful folk. Well, I guess we did. But they all seem to deserve it at the time. It was a heap of trouble, but I got Mike out of jail. Oh, thank you, Arthur. So where is he? Still out round that way. Looking for a peace offering, he said. Okay. Scheint, als würde das Dutch nicht sonderlich interessieren. Pearson ist da mit dem Eintopf zugange. Ja, okay, dann würde ich sagen, reiten wir einfach mal weiter. I am mighty glad to be out of that cold, Mr. Morgan. Me too. Me too. So, auf nach Valentine. Vielleicht, wenn wir dann bei der Postmeisterei sind, können wir auch gleich unser Kopfgeld bezahlen. Und dann schauen, dass wir zukünftig vielleicht keins mehr bekommen. Oder nicht mehr so ein hohes. Berge da hinten sehen auch einfach so toll aus. Da wären die auch schon. Parken wir erstmal unser Pferd hier.
schauen wir mal rein. Lordy. Sorry. Sir? Happy to assist you in a moment. Bezahlen wir erstmal unser Kopfgeld. Wirklich? Ach, West Elizabeth, das ist das, die ganze Vorgeschichte mit Blackwater. Aha. Ja. So, machen wir das erstmal weg. Das hier werden wir nicht bezahlen. Oh, oder vielleicht müssen wir das bezahlen, um weiterzumachen. Ich wollte jetzt eigentlich mal die Post abholen. Ja, vielleicht machen wir das auch einfach. Weg damit. Gut. Post abholen scheinen wir hier nicht zu können. Haben wir dadurch das Gebiet von... Nein, das ist immer noch komplett rot. Okay, schade. Ich dachte, vielleicht hängt das damit zusammen. Aber hier scheint jetzt auch kein Brief mehr zu sein. Nope. Okay. Take care now. Dankeschön. Hello. Dann schauen wir mal, ob wir uns an dieses Kopfgeld wagen. Jetzt haben wir es auch bitter nötig, weil wir so viel Geld ausgegeben haben. Uncle? Go ahead and call your mama for all I care. You might want to quit that. That drunk's got mean friends, believe me. Oh, hell. Wasting my time anyway. Hey, easy now. I appreciate it, Arthur. No sense of humor, the fellas around here. How drunk are you? Just normal drunk. Anyway, I should probably hit the breeze. I'll be at camp if you need me. Hello. Thirsty again, are you? Hello. Well, spit it out. What do you need? Unser Kollege ist hier. Hey, weren't you the one in here talking to that feller with Jim Boy Calloway? Ja, ganz genau. Yeah, that's right. More like Jim Drunk Old Man Calloway. Sure seems that way. Ja, wo muss ich hin? Ich dachte, da kommt jetzt noch mehr. Listen, that your feller, the old one? Mhm. Leider ist das einer von uns, ja. Yeah, he's mine. Well, you better watch out for him. He's looking for a knife in his belly from some of the boys here. Okay. Na dann. Dann schauen wir mal. Sheriff. Well, look here. Maybe this is our man. You a bounty hunter, mister? Maybe. It depends. Well, I'm guessing you ain't here to pass the day, turn yourself in, or discuss the finer points of county law. Then I don't need to know much more than that until I got a reason to. All right. You smell that? This here's a livestock town, mister. Attracts delinquents and reprobates like flies. Now, I'm not a feller to pass a quick judgment. But I've been around long enough to know you don't hire a saint to catch a sinner. You bring me what I need, and I'll pay you well, and I won't ask no questions. So, what is it you need?
Why don't you have a look at that poster on the wall over there? He's a low-down huckster. He's been poisoning folks with his miracle cure from here to Ansburg. Killed more than Landon Ricketts without even pulling a trigger. Gets some kind of sick satisfaction out of it. Feller over at the saloon says he thought he saw him by the gorge straight north of here. You think you can bring him in? The money's good. I need him alive, though. I want to make sure the women he witted get compensated before he swings. I'll see what I can do. Well, good luck to you. And we need him alive. That's an important point. Alive, I got it. Benedict Albright. Gut, $50 Belohnung, das ist sehr, sehr schön. Wegen des Verkaufs schädlicher Substanzen als Wunderheilmittel. Er ist auf der Flucht, sollte sich aber in der Nähe von Valentine aufhalten. Okay. Dann schauen wir mal. Gleich hier oben sogar. Oh, das ist ja ein schrecklicher Weg. Na gut. Bolt, komm her. Meine Güte, ist hier viel los. Komm her, guter Junge. Ah. Ich folge erstmal dieser praktischen gelben Spur. Vielleicht geht das auch besser. Kopfgeldjagden in Red Dead 1 waren eigentlich immer sehr unspektakulär eigentlich. Also mal schauen, ob sich das hier ein bisschen geändert hat. Ach, die Landschaft ist hier einfach so toll. Ah, schau an. What we got here? Are you Benedict Albright? Oh, sir? Kind of look like him. And I was told he'd be up here. No, not me, sir. It's because I want to buy some medicine. And I heard good things. I'll pay in gold if you could help me find him. It's just my mother's real sick. Oh, well, if that's the case, for a sick woman, I'd be happy to help. I'm a healer, you know? A medical man. Finest medicine in the state. Game's over, mister. Put your hands up. I'm taking you in. Taking me in? What for? Apparently that stuff you're pushing is killing folk. Yeah, the price on your head. I don't know. It ain't my business. Come on, partner. That's crap. I'm a healer. I got an aura. I speak to spirits. I'm a scientist. Folks get real angry for no good reason. This is a mistake. Keep your hands up, buddy. They only want you for questioning. I have to insist that this is a mistake. Don't be a fool. Oh, meine Güte. I'm slipping. Shit. Oh, hochziehen. Komm her. Oh, klasse. You saved me. Now come on, buddy. Let's make this easy. What, you're taking me in? It's just for questioning. Oh, you saved my life.
Ain't we had enough drama? I'd be better off jumping. They expressly told me not to kill you. Oh, this is about you. Don't jump! Or what? You can't shoot me, no! Please. I'll take my chance. Come here! Bye, friend! Was? Really do not like you. Oh, no. No, no, no. Ah, dieser Trottel. Das sieht so krass aus. Wo ist der Mann? Meine Güte. Komm mal her, guter Mann. Who made you God, friend? Who made you judge? I'm only in it for the money. That's even worse. I'm sure it does seem that way. Wow. All right. I'll take you in. Können wir noch plündern? You don't mind, do you? Der hat ein Haartonikum, okay. Hat er bestimmt auch selbst gebraut. So, hier. Wenn du mit einer gefesselten Person auf dem Pferd durch tiefes Wasser reitest, wird er sich vom Rücken des Pferdes lösen und dann wahrscheinlich ertrinken. Ja, klasse. Okay, gut, gut zu wissen. Ich nehme die andere Wegmarke mal kurz weg. Okay. Doch, das war schon ein bisschen interessanter gestaltet als die in Red Dead 1. Sehr schön. Shut up. Who made you judge? Warren, that's the... Oh, my lord. I wasn't expecting you back so soon. Mrs. Calthorpe was just leaving. Sure. Where you want him? I'm selling the back. Yeah. Oh, there's been some terrible mistake. I never did it! Any of it! I thought I told you to shut up, partner. But I told you! But nothing! Shut up! And, good luck! It's been real fun. You ain't much of a man. You ask folks for forgiveness, you remember this, partner! I've already forgotten. Now, sure, how much was you offering? $50. Here. Thank you. Madam. Please, remember what I told you. Doch, das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Du kannst weitere Kopfgeldaufträge annehmen, indem du in der Stadt Steckbriefe ansiehst.
Schön. Ich würde auch mal kurz... Oh ja. Kurz einen Blick in die Zeitung werfen. 23 Cent, yo, klar. A good one. Well, see you for the next one. Step right up, Valentine. Step right up. Die lesen wir später, wenn uns der Typ nicht ins Ohr brüllt. Let's go, boy. Ich glaube, dann wird es wohl doch wirklich Zeit, uns da mal zu Javier Escuela durchzumogeln. Puh. Na, wenn das was wird. Da bin ich wirklich gespannt. Scheint auch wieder Abend zu werden. Vielleicht hilft uns das beim Rumschleichen. Ach ja, stimmt. Und Bolt ist immer noch schmutzig. Den werden wir auch gleich noch säubern. Oh. Ich habe irgendwas zertrampelt. War denn das? Ein kleinen Piepmatz, entschuldige. Dann nehmen wir den gleich mit. Okay, boy. Yep. Gerade an die Schatzkarte denken, die wir gekauft haben, weil wenn das wirklich in der Nähe von Valentine sein sollte, dann müssten die Klippen bzw. das alles gut. Hunger. Können wir dir was geben? Ein bisschen Heu. Bitteschön. Regnet es auch noch. Das ist ja ekelhaft. Schade, ich dachte, dass hier nach links weg wäre irgendwie eine Abkürzung. Aber anscheinend dauert das hier noch länger. Das ist auch der Weg, den wir in der letzten Folge zurückgeritten sind aus Strawberry mit Maika zusammen. Hier kommen wir doch auch runter. Ach, vorsichtig. Ja, Great Plains,
tot oder lebendig. Blackwater und das umliegende Gebiet sind abgeriegelt. Toll. Hoch. Aber wir müssten trotzdem. Ja! Das war eine gute Abkürzung. Nur müssten wir, glaube ich, jetzt hier rüber. Da scheint es auch hoch zu gehen. Perfekt. Great Plains. Sehr schönes Gebiet. Ah, perfekt. Wir sind bei Javier gelandet. How many? A lot. Uniforms everywhere. You see Sean? No. I don't think so. Damn it. Where's Trelawney? Who knows? Where is that little Irish bastard? I'm not quite sure. Trelawney's off trying to find out. Has anyone been in the Blackwater to see how things lie? Place is crawling with Pinkertons, bounty hunters, pictures of Dutch and Hosea. We got a lot of money sitting in that town. And that's where it's gonna remain for now. Why haven't they hanged Sean, I wonder? I think he's bait. Well, they want to trial him publicly. Gentlemen, Sean is being moved up the upper Montana, then to a federal prison out west. Damn. Well, we can't be rescuing people from some federal prison. We either rescue him now or cut him loose. We're not cutting anyone loose. Of course not. Ike Skelding's boys are moving him to a camp nearby before handing him over to the government. So, I guess... We need to stop them before they get to camp. Charles, why don't you head up on the north side? And then we'll head up on the other side of the valley and meet you. That way we have them in either direction. Javier, Josiah, come on. Let's go see. You know, Arthur, the government, or people whom the government like, seem to be very angry. Sure, well... We'll rescue Sean, and then we'll get ourselves lost, good and proper. It's a big country. I hope so. Dann los, finde das Boot. Let's head upriver and find this boat. Keep your eyes open for Pinkertons. They got patrols out all over this area. Yes, south of the river, West Elizabeth isn't a very welcoming place right now. Down there. Reckon those might be our boys. All right, gentlemen. Follow me. Keep your guns away until we know it's Sean, okay? I know what you two are like. You think they can see us? If they can, we're just three fellas out on the trail. Act natural. We'll be fine. So, you've been gone for a while. Much as I love dodging the law and sleeping in the dirt with you derelicts, I do have other business to attend to. What happened in New York? You know how life is. Never a straight road anywhere. Especially with you. Nice to know I'm missed, though. Have you run out of people to rob? Oh, we'll never run out of people to rob. But without me, you'll not find the caliber of victim that I find. Maybe. Anyway, we should keep it down. Come on, let's keep them in sight. You all right, Javier? You're quiet. He hasn't stopped talking since we left you in Valentine. It's the longest ride of my life. Cute, dear boy. Very cute.
pick up the pace a bit. Apparently, there's a camp somewhere around here where the bounty hunters meet and transfer before continuing out west. I imagine that's where they're headed. Ganz schön viel Vorsprung mit dem Boot. Sicher, dass wir das hier alles richtig machen, Trelawney? Look, they've stopped. Get your binoculars out. Let's see what we're dealing with here. So who are these bounty hunters? I don't know too much about Ike Skelton's boys, but I hear they're a big crew, and wild, built some reputation in the last year or two. That looks like Sean to me. Certainly kicking up enough of a fuss. Yep, that's definitely Sean. Oh, they're giving him a decent kicking. Well, you can only imagine the shit he's been giving them. Oh, yes. They're taking him up the canyon. There's Charles on the other side. Na ja. Let's go. What about the other two down there? I've got an idea. Follow me. Das ist ein äußerst interessanter Charakter, der Josiah Trelawney. Früher oder später werden wir auch herausfinden, warum. Also es gibt einen sehr interessanten Charakter, der ihm sehr ähnlich aussieht. Und der ist auch äußerst mysteriös. Und dann, ja, schauen wir mal, wie sich das entwickelt, weil ich selbst weiß ja auch nicht. Wir müssen das quietly, if we can. Leave it to me, gentlemen. I'll go around and create a distraction. Then you two sneak across and do the dirty on them. Okay. Crouch down out of sight. Take out your knife. Wait. Okay, let's move down. Don't cross until he's got their attention. Wait here. Gentlemen. He's still reeling them in. Gentlemen! Excuse me. Dear brothers, my wife is taken ill. Gravely ill. What's the problem? It's dear Bessie. You take the one on the left. Where is she? Let's go now. Keep down. I'm beside myself. If I lose Bessie, I lose everything. Oh, calm down, mister. I can't. I'm having a fit. Javier. Come on, let's get up there. A pleasure, as always, gentlemen. I think you have it from here. Ich glaube auch. Come on. We got two halfway up the canyon to deal with. Auch leise oder? Das füllt den Kern leider nicht auf. Ah, aber so eine Zigarre. Ups. Lass mal kurz sehen, was sie hier so haben. Let's
Nein, den Hut wieder weggeschossen. Uah. Die Headshots sehen aber so brutal aus. Oh shit. Essen. Essen, essen, essen. Helfen wir unserem Kollegen noch aus. So viel zu plündern. Platin-Taschenuhr. Die anderen waren sicher auch komplett mit lauter gutem Zeug befüllt. Bleib mal bei Charles in der Nähe. Is Sean's bounty. Maybe we should turn him in ourselves. Still time. On top of the tower, who's got a shot on him? Ich mach das. Ja, in die Schulter. Das ist meine Spezialität. Die Schusswechsel sind auch so spannend und alles. Bye. Oh, der lebt noch. Oh, danke. Okay, hier werden wir sicher, aber hier können wir nicht wirklich schießen. Genau, was die alles immer dabei haben. Ganz ruhig, plündert die noch alle. Oh. Da bist du. Hey, someone cut this rope, my head's killing me. Ein Tier. You know, you're a lot less ugly from that other angle, Arthur. Come on. Do I get a hug, Arthur? A warm embrace for a lost brother now found. You know, nothing means more to me than this gang, the bond we share. It's the most real thing to me. I would kill for it, I would happily die for it. But in spite of all of that, I would have easily left you here to rot if Charles hadn't stopped me.
I don't believe a word of that, Arthur. Get him out of here. You're a great man, Arthur Morgan. The kind of young whippersnapper can really admire. Oh, shut up. Right, we should split up. Javier, will you escort Mr. McGuire back to camp? Charles, best you ride separately. Be careful. There's patrols everywhere. What about you? I'm gonna see what's worth taking here. I'll meet you back there as soon as I can. All right. Okay, come on. Have I got stories for you? Yeah, I can't wait. I imagine you'll miss me a lot. But fear not, the joy is back in your lives now. Ah, perfekt. Oh, haben wir einen Tomahawk bekommen? Wir haben einen Tomahawk bekommen. Sehr cool. Und schön, dass die uns wenigstens hier noch alle plündern lassen. Schauen wir einfach mal. Das waren aber auch viele. Kopfgeldjägerarmee. Ist hier sonst noch irgendwas? Da hinten glitzert ein bisschen was. Verbrechen gemeldet. Okay, irgendjemand hat irgendwas gesehen. Ah nein, ich will doch nicht. Ja, man könnte jetzt sich hier natürlich ausruhen am Lagerfeuer. Aber das hatte ich nicht wirklich vor. Expressgewehrmunition, sehr schön. Von da hinten kommen welche. Ich schaue noch schnell in die Hütte. Okay. Dann schnell weg hier. Die anderen sind auch in die Richtung. Ja, und da unten kommen sie schon. Dann schnell zurück ins Lager. Hirsche springen hier noch durch die Gegend. Auch sehr verlockend. Ja, da sieht man mal, dass wir jetzt aktuell mit unserem Lager gar nicht so weit weg sind von Blackwater, wo ja anscheinend der ganze Ärger begonnen hat für diese Bande. Ich weiß nicht, ob wir da nicht einfach mal weiterziehen sollten. Aber das hier sind ja schon wieder die bekannten Heartlands. Also die Ecke kennen wir hier schon richtig gut. Ich schau mal, ob wir noch was jagen können. Ich finde immer, es ist ein gutes Gefühl, mit so einer großen Beute zurück ins Lager zu kommen. Da hinten haben wir zwei Gabelböcke. Den könnte ich schon rufen. Yay, und ohne Dead Eye. So, komm mal mit. Das ist sogar ein männlicher amerikanischer Gabelbock mit 3 Sternen. Das heißt, er hat ein perfektes Fell. Oh, ich weiß gar nicht, ob wir das einfach lagern können. Vielleicht packen wir das mal aufs Pferd und schauen, ob wir ein perfektes männliches Gabelbockfell brauchen. Für irgendeine von den Taschen vielleicht oder so. Sehr schön. Schaut euch die Wolken an. Oh!
Das gibt es doch nicht. Habe ich aus Versehen zwei Enten erwischt. Ich darf wirklich nicht so viel in... Mister, I just want to be left alone, all right? Mm-hmm. A sentiment I'm familiar with. Fair enough, kid. I'll be rich. A nice big house. You'll be begging me for you. Ein kleiner Junge mit Liebeskummer. Pearson. Hey, listen. I just wanted to say, I know you bastards missed me. Even you, Arthur. Even you. Here we go. But, no speeches, please. I'm back home now. Oh, so everything's going to be okay. Uncle Sean is back. And don't you worry, Miss Grimshaw, you old crone. I'll keep them girls in line. If I have to whip them, I will. And don't you worry, Mr. Pearson, you drunk old shitbag. It'll be nothing but the finest game in the pot. Now Deadeye Maguire's back. And don't worry about nothing, Mrs. Grimshaw. We'll have this camp running like clockwork. I love you bastards. Have fun. Have lots of fun. Even you, you grumpy old bastard, Arthur. Let's enjoy ourselves. Welcome back, Sean. Die Bande feiert Seans sichere Rückkehr und ist deswegen vorübergehend nicht für andere Aktivitäten bereit. Ey, sau cool. You're looking lovely as ever, if I may say so. Oh, stop it. Imagine riding with him all the way from Blackwater to here. Estúpido. So, what now? Come on. How about a song? He'll be drinking till dawn now, I bet. Oh, let listen, him have my some friend. Fun. He's been do through you a lot. Know the Louisville I thought lady? You Irish enjoyed a party, Molly. I am enjoying it. I just don't need to fall over drunk. Yeah, that's the one. You know this one, don't wow. you? Don't join in. She says, young man, you're rather low for a diddle 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 all day. I put my finger on her knee, Mark. Well, what would I say? She says, young man, you're rather free for a diddle 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 all day. I put my arm around her waist, Mark. Well, what would I say? She says, young man, you're in great pace for a diddle 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 all day. I put my hand upon her thigh, Mark. Well, what I do say? She says, you're getting pretty nice for a diddle 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 all day. I put my hand upon her ass, Mark. Well, what I do say?
She says, let's lay down on the grass and diddle 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 all day. And we diddle diddle did, too. He's screaming to leave it. And then they left. And then they jumped back in again. You bet. You know what? That taught me something. And it taught me something I will never forget. And that's that most fellas are sheep. That's right. And if you can tell the difference between a sheep and a sheep and a man, then that makes you a better man than me, sir. And that's all I'm saying. Mark my words, all of you, mark my words. Stupid army. Sheep. I am ready to let loose tonight. Whew, been too long. You're always ready to let loose, Martian. Well, life's too short.